Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Abendspiel des 10. Spieltags aus Berlin. Wir haben das Berlin-Derby, das erste Mal. Union Berlin trifft auf Hertha BSC Berlin und einen Spieler haben wir schon im Fokus. Ibisevic auf der Seite der Hertha, hier rechts im Bild. Der Stürmer, der in den letzten drei Partien dreimal getroffen hat. Und heute wird es natürlich auch wieder gegen die Heimmannschaft, gegen Union Berlin, die das hier natürlich richtig feiern wird an der alten Försterei. Das ist klar. Sie sind aber trotzdem Außenseiter. Aber nur ein Tick, denn von der Qualität her in der Mannschaft ist natürlich die Hertha ein Tick besser. Aber hier sehen wir schon mal die Ausstellung der beiden Teams. Ginzewitz ist natürlich im Tor. Supercic in der Verteidigung mit dabei. Gentner im zentralen Mittelfeld. Und vorne Andersen und Uca. Auf der anderen Seite ist Jahrstein im Kasten. Davor haben wir Stark, Boyota, Plattenhardt, Schellbrett im zentralen Mittelfeld, im offensiven Grujic, Darida und im Sturm, wie gesagt, Ibisevic. Und wenn euch dieses Derby hier gefällt, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen, einen Kanal-Abo noch bitte, wenn es kostet ja nichts, wenn es kein Problem macht. Und dann sehen wir uns doch mal hier diese Preview an. Viel Spaß damit. Die Partie läuft, Ball rollt. Union hat angestoßen, spielt in roten Trikots von links nach rechts. Und die Hertha in Grau von rechts nach links. Und die holen sich jetzt erstmal hier schön den Ball. Dilrosun. Aber der kam nicht durch. Und wir springen in die 11. Minute. Da holt sich Darida schön den Ball. Grujic. Der hat einen guten Schuss. Das wissen wir seit letzter Woche. Ibisevic. Nochmal Ibisevic. Und der geht deutlich vorbei. Ist nicht viel los hier in dieser Partie leider. An Torchancen. Aber das war auch klar, dass Union sich erstmal reinstellt und nicht sich die Blöße gibt. Der war sogar noch abgefälscht. Aber vielleicht wird es ja noch besser. Die Fans haben auf jeden Fall Lust, das sehen wir hier. Für sie ist es ein Fest. 33. Minute und da sehen wir nochmal schön den Abendbrot, das Abendbrot hin. Abend. Den Vorabend und da kommt nochmal Hertha mit Darida. Darida, 38. Minute, verliert allerdings den Ball, aber Klünter holt ihn sich wieder. Klünter flankt, da ist Ibisevic und der ging knapp am Kasten vorbei. Da wäre Ginczewicz auch nicht mehr dran gekommen, denn das war relativ nah hier. Also die Entfernung war zu kurz zum Ball und jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Es ist echt ein trauriges Spiel dafür, dass es ein Derby ist, ein Stadtderby, aber wir haben ja noch die zweite Halbzeit, vielleicht machen da dann beide Teams ein bisschen offensiver. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal die erste Halbzeit überstanden, torlos geht's in die Halbzeitpause, Hertha ist besser, Union kriegt nicht wirklich viel hin und Ibisevic hatte 5 Versuche gehabt, keiner war drin, den besten haben wir gesehen und der war auch schlecht. Eigentlich kann man so sagen, für ihn auf jeden Fall. Wie sehen die Statistiken aus? Sie sehen so aus, dass 6 zu 1 Schüsse insgesamt für die Hertha gab. Ballbesitz 62%. Das ist auch eine Ansage für die Auswärtsmannschaft. Union muss sich in der zweiten Halbzeit deutlich verbessern. Und nachher 15 Uhr Watford gegen Chelsea. Bitte einschalten. Zweite Halbzeit beginnt. Hertha hat angeschossen. Sie spielen jetzt von links nach rechts immer noch in den grauen Trikots. Die Unioner spielen immer noch in Rot von rechts nach links jetzt. Und Wolf hat erstmal den Ball. Und da rennt er schon. Und er setzt sich noch nicht durch. Passt jetzt super auf. Darida müsste wieder zurückspielen. Tut er nicht und verliert somit erstmal den Ball. Und wir sind ja 63. Minute. Und Union kommt jetzt erstmal jetzt. Blüter, Andersen. Andersen, Blüter. Und das war ein Foul. Und sie Foul vom Stürmer von der Union. Andersen sieht die gelbe Karte dafür. 64. Minute, ich weiß auch nicht, das muss nicht sein, dafür muss man kein Gelb zeigen. Aber gut, so ist es passiert und wir sehen den ersten Wechsel. Andersen geht auch gleich runter, dafür kommt Polter. Auf der anderen Seite kommt Eduard Löwen für Grujic. Ja, Stein mit dem Abstoß. Das Gentner, der gewinnt das Kopfballduell. Becker
Gentner wieder, da ist Trimmel. Trimmel setzt sich super durch, da ist Uca. Oder? Uca, ja. Uca setzt sich durch, Uca macht das Tor. 1-0 für Union. Was für ein geniales Tor. Wie er das gemacht hat, der erfahrene Uca. Und hier reißen natürlich die Fans jetzt alles ab. Das war klar. Das Stadion wird auseinandergenommen. Trimmel setzt sich hier super durch, dann der Lupferpass. Und Uca bleibt einfach stärker im 16er stehen und nimmt den dann perfekt. Jahrstein kann aus dieser Entfernung nichts mehr machen. Und schon steht hier das 1-0 und die Partie ist auf den Kopf gestellt. Wie reagiert es die Hertha? Erstmal ein Wechsel bei beiden Teams. Becker geht runter bei Union. Auf der anderen Seite geht Dilrosun und Kalou kommt. Ein weiterer Stürmer. Hertha will jetzt hier auf jeden Fall noch den Ausgleich hinkriegen. Wolf. Wolf über die rechte Seite. 78. Minute, da kommt die Flanke und Friedrich köpft ins Aus und klärt erstmal mit Uca hier. Quirlig im Angriff, da sehen wir es. Ein Schuss aus Tor und der ging auch dann endlich mal rein und wir sind in der 81. Minute. Uca. Uca rennt über die rechte Seite. Er kann kaum noch. Uca. Müsste flanken. Uca flankt. Da hinten ist Friedrich. Friedrich. Lenz. Friedrich wieder. Jetzt ist er frei. Was macht Friedrich? Er passt auf. Da ist das 2-0. 2-0. 83. Minute. Union nimmt hier die Hertha auseinander. Was für ein geiles Spiel inzwischen jetzt. Und Polter macht also sein Joker-Tor. Schön kombiniert. Union greift nicht an. Und dann wird Jahrstein hier mal wieder überwältigt. Gut, er kann auch nichts mehr machen. Polter ist auch erfahren. Nimmt ihn da dann locker direkt. Und macht hier also tatsächlich wahrscheinlich die Vorentscheidung. Union müsste hier siegen. Das ist so ein Überraschungssieg, so ähnlich wie gegen Dortmund, wo sie plötzlich auch einfach gewinnen. Und Sebastian Polter hat, wie gesagt, 83. Minute mit dem 2-0. Was kommt jetzt noch von der Hertha? Von der Hertha kommt erstmal ein Wechsel. Selke für Ibisevic. Vielleicht ein Tick zu spät, wir sind nämlich schon in der Nachspielzeit. Er hat nur ein paar Minuten, um hier vielleicht noch ein Türchen zu schießen. Subotic mit dem Freistoß. Der wird natürlich vor nach vorne geschlagen. Uca verliert allerdings den Ball und stark hat ihn erstmal. Dann Darida, wieder stark. Union steht kompakt hinten drin jetzt. Wolf spielt wieder nach hinten, Löwen. Da ist Klünter, Darida, Wolf. Das Spiel ist aus! Das Spiel ist aus! Union Berlin gewinnt hier nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 2-0 am Ende. Dreht diese Partie komplett und holt sich die drei Punkte. Die drei Punkte bleiben hier beim Aufsteiger im ersten Derby, im ersten Bundesliga-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC Berlin. Was für eine kuriose Partie. Und da bin ich mal auf die Statistiken gespannt. Da sehen wir nochmal die Torschüsse in 65. Minute. Uca, 83. Minute. Ist es dann am Ende Polter, der die Entscheidung hier klar macht für den Aufsteiger, dass er hier die drei Punkte zu Hause behält. Und jetzt kommen die Statistiken der 90 Minuten. Die sehen so aus, dass sie richtig das, wir haben 4-6 Schüsse jetzt nur noch, Rückstand und 41% Ballbesitz. Das ist immer noch so geblieben, hat aber trotzdem gereicht, aus keinem Ballbesitz 2 Tore gemacht, das ist perfekt. Und wenn euch diese Preview gefallen hat, mir hat es auf jeden Fall gefallen, dann bitte noch ein Däumchen da lassen, ein Kanal-Abo und dann sehen wir uns nachher bei der Partie Watford gegen Chelsea wieder, 15 Uhr. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.